Okay, Liberi, Egalität, ich frage, nein, nein, falsche Sprache. Okay, Liberi, es geht um den Film um Bücher. Armani, ist klar, Bücher und Kleidungsstücke und Perikoloskopie möchte ich gar nicht einmal drüber reden, was sie mit den Büchern und den Armani-Gürteln in dem Film machen. Ja, vielleicht wurde euch gerade deutlich, ich bin nicht der Beste, wenn es um Fremdsprachen geht. Deutsch und Englisch, das ist mir geheuer. Alles andere ist für mich doch etwas schwierig. Und als Fan von jemandem, der Filme gerne nebenbei schaut, bin ich auch nicht jemand, der dann gerne Filme mit Untertiteln genießt. Anyways, was es für mich tatsächlich etwas schwierig macht, in meinem Regal Filme auseinanderzuhalten, ist logischerweise die Filmtitel nicht zu kennen, slash erkennen, slash zuordnen zu können. Und das war tatsächlich bei der Reihe von Cineploid für mich von Anfang an ein Problem. Wer mich kennt, weiß, es gibt genau eine Art von Cover Artwork, die ich geil finde, nämlich erstens reißerisch, zweitens gezeichnet und drittens eins und zwei vereint in einem Cover. Und Cineploid hat eine Angewohnheit, weil Cineploid offensichtlich ein Fan-Label des italienischen Kultfilms ist, dass man natürlich auch mit den italienischen Originaltiteln arbeiten wollte. Und für mich war es gerade beim ersten Teil noch relativ einfach, ein wirklich geniales Cover zu finden, nämlich das einerseits für mich, glaube ich, fast beste, das dann auch noch den Titel Killer Cop trug. Beim zweiten Titel Don't Count on Us war es mir dann verhältnismäßig schon wurscht, weil ich alle Cover hässlich fand und mich der Film auch nicht wirklich interessiert hat. Trotzdem, es ist eine nummerierte Reihe, also nehmen wir ein anderes Thema. Der dritte Teil war dann allerdings etwas schwierig für mich, weil einerseits hätte ich sehr gerne den deutschen Filmtitel auf dem Mediabook bzw. auf dem Spine gehabt, weil es mir persönlich einfach leichter fällt, den Film dann im Regal zu identifizieren. Ja, ich weiß, ich kenne von vielen Filmen den Originaltitel, trotzdem ist es für mich einfacher, ein Zombie hing am Glockenseil zu sagen, als Paura nella città dei morti viventi. Aber egal, ich habe mich dann in dem Fall doch für dieses Cover Artwork entschieden, weil es einfach wesentlich geiler ist als das, was wir mit dem deutschen Filmtitel kriegen. By the way, Cineploid Edition Nummer 4 ist nach wie vor für mich ein riesengroßes Problem. Vielleicht fühlt ihr euch angesprochen oder kennt jemanden, der sich angesprochen fühlen würde. Meine Lieferung von meinem Cover C Mediabook ist nämlich verloren gegangen und ich hätte gerne eins, weil ich die anderen beiden Cover in diesem Fall wirklich so hässlich finde, dass ich sie mir nicht einmal gratis ins Regal stellen würde, vor allem einerseits wegen dem Titel, andererseits, und dieses gezeichnete Motiv möchte ich unbedingt haben, aber ist blöderweise nicht mehr so leicht zu bekommen. Also, falls ihr irgendetwas wisst, wo ich das herbekommen kann, bitte in die Kommentare schreiben, beziehungsweise mir ein Mail an playzocker@gmail.com. Aber jetzt geht's an bewaffnet und gefährlich, was der deutsche Titel von diesem Film ist. Und auch dieses Mal hat Cineploid, finde ich, wieder absolut wunderschön hier auf dem Frontcover mit partiellem Glanzlack gearbeitet und hat dieses Covermotiv hier perfekt aufbereitet. Ich finde es einfach nur absolut genial, wie gleichgültig er da steht mit seiner Sonnenbrille, mehr oder weniger das italienische Äquivalent von Horatio Caine, wo er mit seiner Waffe quasi direkt am Zuschauer vorbei feuert offensichtlich. Könnte es dir bei einer Schießerei vielleicht helfen, die Sonnenbrille abzunehmen? Weil wenn ich hier auf das Einschussloch in der Windschutzscheibe von seinem Auto blicke, hat er vielleicht schon das ein oder andere Mal ein bisschen daneben geballert. Ich finde, das Cover-Artwork ist nicht allzu farbenfroh und kräftig ausgefallen. Das sieht man vor allem, wenn man eben hier das Feuer sieht, wo das Gelb eigentlich relativ grau und matt aussieht, das ist generell so. Allerdings finde ich das nicht per se schlecht bei diesem Cover Artwork, weil es, finde ich, so ein bisschen einen dark and gritty Style vermittelt. Und das ist, finde ich, eben auch etwas, das bei diesem ganzen Cover Artwork durchgeht. Und somit finde ich das insgesamt ein recht schönes Motiv und auf jeden Fall das mit Abstand schönste, das Cineploid zu diesem Titel veröffentlicht hat. Sehr schön, hochwertig gearbeitet, finde ich an der Stelle auch wieder das Mediabook mit diesem wirklich wundervollen Falz hier.
mit eben auch dem partiellen Glanzlack beim Filmtitel auf dem Spine. Ein bisschen ziemlich cool und psychedelisch. Ich habe jetzt leider die anderen beiden Mediabooks nicht zur Hand, um sie hier im Video zu vergleichen. Aber sehr schön eigentlich, wie man die Spines immer mit unterschiedlichen Farben versieht. Das sieht eigentlich ziemlich geil aus im Regal. Vor allem, weil es eigentlich immer anders ist, aber dann doch auf seine eigene Art auch wieder einheitlich. Wir bekommen auf dem Backcover neben einer Tagline zum Film dann auch einige Bilder, wobei man bei der Bildergalerie auf der linken Seite wieder den partiellen Glanzlack eingesetzt hat, bei diesem Bild auf der rechten Seite nicht. Wir finden dann die Inhaltsangabe sowie die ganzen technischen Details und so weiter limitiert. Ist das Mediabook auch und meine Nummer ist hier die 230. Dann schauen wir mal ins Mediabook hinein. Das ist eben wieder genau so gearbeitet, wie man es von den Cineploid Mediabooks mittlerweile schon gewohnt ist. Mit einem netten kleinen Poster mit dabei, das eben dasselbe Cover Artwork hier enthält, wie das, das ich auf dem Mediabook habe. Auf der anderen Seite enthält dieses Artwork, was eben auch nicht das alte deutsche VHS-Motiv war, sondern ich nehme mal an, ein italienisches Kinoplakat, ist aber auch wirklich ein Design, das ich potthässlich finde und das ich nicht wirklich haben hätte wollen. Dann können wir ins Mediabook hineinblicken. Auch hier finde ich wieder absolut genial gemacht, wie einerseits das Booklet ein eigenes Covermotiv hat, aber andererseits hier auf der linken Seite noch Informationen über Romolo Girolami zu finden sind. Dann sehen wir eben hier gleich das alte italienische Kinoplakat. Wir bekommen sehr schön aufgebaut und in das Booklet in das Mediabook eingearbeitet, finde ich, wieder ein Booklet. Man merkt, dass offensichtlich nicht wahnsinnig viele tolle Bilder zu dem Film verfügbar waren, weil das sieht eher so aus wie das, was ich das letzte Mal bei einer Longplay VHS-Aufzeichnung gesehen habe. Aber wir bekommen da ein paar andere Details. Hier zum Beispiel eben, das war das alte deutsche VHS-Cover. Das wir hier gesehen haben, da hätte mir, das ist von Raro Video das Cover, genau, das ist das, was ich hier auf dem Mediabook habe, wunderbar. Finde ich aber wieder mal sehr schön gemacht, sehr schön aufgeteilt, das Booklet, vor allem hier mit ein paar Set-Fotos noch dabei. Da muss man ja, da darf man echt tatsächlich nicht unterschätzen, wie wertvoll diese Aufnahmen sind, weil der Film aus dem Jahr 1976, damals gab es eben noch keine groß angelegten Set-Fotografien und so weiter, weil man nie den Plan haben hat können, dass sowas irgendwann einmal in einem Mediabook für die Ewigkeit konserviert werden muss. Hier auf jeden Fall auch ein nicht besonders scharfes und vor allem nicht besonders farbenfrohes Bild als Spiegel unterhalb der Disc, beziehungsweise eben hier auf der linken Seite auch. Irgendwie recht cool gemacht, die Disc dann noch bedruckt mit demselben Motiv, das ich auch als Frontcover-Artwork von diesem Mediabook habe. Bin ehrlich gesagt wieder einmal mit der Arbeit und mit der optischen Aufbereitung von Cineploid absolut zufrieden und hoffe ganz ehrlich, dass ihr, so wie Cineploid, wisst, dass das, was ich am Anfang von dem Video gesagt habe, nur ein Scherz war.